So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber heute ist etwas ganz Besonderes, denn wir haben ja Ostern. Also an alle erstmal frohe Ostern. Versucht mit eurer Familie irgendwie zu telefonieren etc. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, ob ihr eure Verwandten besuchen dürft, könnt. Wegen Corona ist es ja alles irgendwie nicht richtig geklärt. Soll man jetzt Be Verwandte besuchen? Darf man Verwandte besuchen? Eigentlich soll man es ja nicht, aber derzeit weiß, glaube ich, selber keiner, was er wirklich machen darf oder kann. Irgendwie sollen wir mehr raus, irgendwie nicht. Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, irgendwie schuld zu sein, dass irgendeiner sich irgendwie ansteckt oder sonst irgendwas. So, dann erstmal danke an alle, die gestern ganz fleißig die Videos kommentiert haben. Also da gehen erstmal richtig Grüße raus und großes Dankeschön an alle. Auch wenn natürlich manchmal immer nur Erster da steht, aber jeder Kommentar hilft mir da ein bisschen, jedes Like hilft mir da, aber ich kann einfach immer wieder nur Danke sagen. Ihr seid einfach teilweise echt geisteskrank, aber im positiven geisteskrank. So, dann was die Skin-Verlosung betrifft, keine Panik, wir werden auch wieder Solo-Matches machen. Nur gestern Abend hatte ich halt, wie gesagt, ich wollte einfach nur ganz entspannt mit euch noch ein bisschen quatschen. Deshalb erwartet jetzt nicht jeden Stream, dass da unbedingt jetzt ein Solo-Modus kommt, wo ich dann Solo spiele und ihr den Skin gewinnen könnt. Also mit Gewalt müssen wir es ja auch nicht machen, oder? Also wir wollen ja immer noch ein bisschen Custom Games spielen und haben wir nicht gesehen. So, jetzt gehen wir aber mal rein in den kranken Shop heute. Ich habe es ja schon gesehen. Und Abfahrt. Ah ja. Ah ja. Die Deadpool-Skins, beziehungsweise Ravenpool und Kuschelpool. Da muss ich dir echt sagen, war eine gute Idee. Allerdings, der Skin ist natürlich schon nicht schlecht. Aber ich zeige es euch direkt, warum ich mir dieses Paket wahrscheinlich nicht holen werde. Weil ich habe halt einfach, wo ist er, schon die Variante. Und ich sag ganz ehrlich, da ändert sich eigentlich nicht mehr viel, weil wenn du von beiden Varianten schon irgendwas hast und dann einfach nur die Farbe sich ändert, na, dann ist es gefühlt wie derselbe Skin irgendwie, nur halt mit einer anderen Farbe. Ich meine, der rote sieht echt nice aus. Also der rote da ist, das ist so, er sieht geil aus, um Gottes Willen. Aber ist halt jetzt die Frage, will man haben oder nicht? Weil für 1500 V-Bucks, er ist schon mal auf jeden Fall 500 V-Bucks günstiger als der normale. Obwohl ich finde, dass er so sogar besser aussieht als das Original. Dann der Kuschelbeauftragte. Ja, ist halt jetzt noch rot, aber ja, das ist wieder so eine schwierige Entscheidung. Also ich muss sagen, zurzeit macht sich Epic Games echt große Mühe, uns das Geld aus den Taschen zu ziehen. Weil man kann im Prinzip jeden Tag V-Bucks aufladen. Weil irgendwas ist immer dabei, was man sich gönnen kann. So, dann gucken wir direkt mal wieder weiter, was es hier noch Schönes. Und 1200 V-Bucks Skin. Die liebe Wily mit dem passenden Rückenaccessoire. Ja, ist halt wie dieser Nvidia Skin. Ist nichts Besonderes in meinen Augen, aber ich denke mal trotzdem auf jeden Fall spielbar. Aber sieht man, glaube ich, eigentlich auch nicht so oft. Also, wir haben sowieso in den Lobbys sind gar nicht mehr so viele unterschiedliche Skins. Also sobald du da irgendwie einen anderen Skin hast, bist du schon auffällig. So habe ich jedenfalls das Gefühl, selbst auf dem PC. Dann hier noch die passende Lackierung dabei mit dem schönen X. Aber ich habe ja schon gesagt, Lackierungen, also mich persönlich interessieren sie nicht mehr. Lackierungen sind für mich so, oh, dann Shopper. Oha. Oha. Die Rocker Lady. Die erinnert mich irgendwie so an so eine SM-Dame. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ist natürlich so ein Rocker-Biker-Girl. Also ganz kann man der so irgendwie nicht abkaufen. Ich glaube, wenn die irgendwo stehen würde, da denkt man sich, hä? Was willst du hier? Hast dich schön verkleidet. Aber trotzdem, als Skin nicht schlecht. Ihr denkt dran von hinten. Ihr seht den Skin immer nur von hinten, außer in der Lobby. Und da geht er eigentlich vollkommen klar. So, dann haben wir die Pfadfinderin drin. 800 V-Bucks Skin. Also sollten wir heute Solo spielen. Das könnte euer Skin sein. Also, wer noch kein Mitglied ist, haut rein. So, dann haben wir Klitter wieder drin. Ah ja.
für die Ladies unter euch. Dann haben wir die Krabbe wieder drin. Der Tanz ist echt nice irgendwie. Beziehungsweise die Musik. Und lieber Chris, falls du das siehst, du fragst mich immer, warum mache ich die 15 Minuten Videos nochmal. Es ist No Copyright Music. Heißt, du darfst diese Musik verwenden für deine Videos im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum. Gefühlt fragt ihr das jedes Mal, wenn ich ein 15-Minuten-Video hochlade. So, dann haben wir das Endlosrad. Ja, wie lange macht die das denn? Boah, lange darf man da aber auch nicht hingucken. So, guckt mal alle länger jetzt hin. Boah, die Augen. Junge, Junge, das ist ein bisschen zu schnell. Ah ja. Krank. Oder wie Coco sagen würde, zu wild. Dann haben wir den Hitzkopf. Der passt doch zu mir. Das ist so ein Emote, was wirklich zu mir passt. Einmal, wenn der Chat wieder ein bisschen rumspinnt. Und natürlich, wenn ich wieder irgendwie weggeholt werde, weil ich zu unfähig bin, irgendwie ganz ein bisschen mal leicht zu bauen. Aber der ist cool. Ach, der steht sogar nach vorne. Doch, der ist nice. Der ist nice. Ist der komplett neu? Ne. Hä? Der ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. So, dann haben wir natürlich die Marvel-Sachen wieder mit drin. Hier der Gleiter, den irgendwie jeder feiert, der ihn hat. Denkt dran, ihr reitet da drauf. Also ihr hängt nicht hier unten dran, sondern ihr reitet auf dem Sattel. Aber für 1500 V-Bucks, eieieiei. Klar, mich kostet das Paket jetzt nur noch 1200 V-Bucks. Warum? Weil, das werde ich euch gleich erzählen. Die Pickaxe, ich finde sie halt einfach zu groß. Die sind einfach riesig, die Dinger. So, jetzt nochmal. Warum kosten die mich nur 1200? Richtig, weil ich das Emote schon habe. Dank dem lieben Hans. Grüße gehen auch da nochmal raus. Mal nicht Zampal, mal nicht Raptor. Nicht Moonlight. Aha. Aha, man macht Feng. Oh. Das Ding müsste halt wirklich explodieren, so blöd sich das so anhört. Aber es ist schon realistisch gemacht. So lange könnte es ungefähr dauern, bis das Ding abfackelt. Ach ja. Ist noch nicht gut. Aber es läuft und läuft. So, und natürlich. Also ohne Quatsch, wer es noch nicht hat, besorgt euch irgendwie die 500 V-Bucks. Ich sag ganz ehrlich, das wird am Ende jeder haben und es wird nicht mehr in den Shop reinkommen. Safe call. So, das war, da waren gerade die Füße am Brennen. So, das war's dann mit dem normalen Fortnite Item Shop. Wir gehen natürlich noch rüber in Rettet die Welt, gucken mal, was da noch los ist. Denkt dran, wenn ihr euch was kauft, gerne noch meinen Creator Code eintragen, yt-familyhack. Ich würde mich natürlich freuen über jeden Support von euch. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal rüber in Rette die Welt, gucken, was da so los ist. Und dann erstmal danke für alle, die nur wegen dem Shop da sind. So, was muss ich zu Rette die Welt sagen? Ja, da haben wir ein Problem. Es gibt wieder keine V-Bucks. Also irgendwie sind sie da jetzt gerade wieder sparsam. Da hätten sie lieber mal zwei V-Bucks-Missionen weglassen sollen und uns die reingeben sollen. Also an einem Tag 4 Stück und dann wieder 3 Tage gar keine. Das ist natürlich auch immer nicht ganz so toll. So, gucken, was wir im Lama-Shop haben, aber da wird eigentlich, denke ich mal, nichts Besonderes sein. Ich sag nicht, Fortnite hat schon viel Start schon. So, komm, hopplaub, hopplaub. Ach, zwei Lamis. Ja, natürlich gleich direkt aufgemacht. Und was haben wir? Ein Upgrade-Lama. Ja, weil da ist ja gar nichts Besonderes drin. Ne, das ist Müll. Ach, Nahkampf. Wer braucht denn Nahkampf? Also wer da irgendwie was ausgibt, da frage ich mich auch. Ey, was ist denn hier los? So, wir haben kein Rettet die Welt gespielt, also immer noch zu wenig Lamas. Machen wir hier, kommen die zwei noch auf. Ach, noch nicht mal Silber. Ja, Gold ist immer gut. Aha.
Ich brauche nur das Gold. Gold, 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 Gold. Ah, Überlebender. Nice. Es gibt wieder schöne Skizzen. Zack, weil ich brauche nämlich genau diese Trainingshandbücher. So, dann, was haben wir hier noch drin? Ja, ich sage, die Skizze habe ich mir nicht geholt. Aber eigentlich muss ich mir holen, gell? Naja, eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe eben meine Waffe, mit denen ich spiele. Und sonst kriegen wir sie, irgendwie kommen sie ja nochmal in den Shop rein. Also wir sehen, hier ist eigentlich nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Was Rettet die Welt betrifft, gibt es bei mir nichts Neues. Bin jetzt Level 111. Also ein bisschen was fehlt halt natürlich noch nach oben, aber das wird schon. Also in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein.